Sag einmal, eine seltsame Sache, jetzt 21 Jahre ist Thomas Bernhard tot. Es ist eine derartige Konjunktur für ihn im Moment. Die Leute gehen hinein, lachen wie in der besten Komödie. Ist mir auch nicht aufgefallen, dass zum Beispiel der Theaterarzt in der Josefstadt häufig hätte ausrücken müssen, weil hyperventilierende Abonnenten im Heldenplatz vor Empörung zusammengebrochen wären, was doch seinerzeit einer der größten Skandale der österreichischen Theatergeschichte war. Was ist denn passiert mit dem Bernhard? Du, ich kann ja nur sagen, in Bochum und in Stuttgart war der Bernhard auch schon ein ungemein beliebter Autor. Durch Minetti, durch wunderbare Inszenierung von Peymann. Und insofern war mir das jetzt nicht überraschend, wie wir hier nach Österreich kamen und Ritter Dinne Voss gespielt haben. Da habe ich eigentlich erst zum ersten Mal begriffen, indem ich ein Stück von ihm spielte, was für ein großartiger Autor er war oder ich finde auch in Zukunft bleiben wird. Ich finde Bernhard ein Autor, der von der Unsterblichkeit eines Molières oder eines Raimunds ist. Du nennst Komödienautoren. Ist von dem Provokateur, der als Staatsfeind galt, den man Mistfuhren vor das Burgtheater geladen hat, etwas geblieben? Was war damals eigentlich? Ja, aber Heinz, ich finde ja nicht so sehr, dass er ein Provokateur ist, sondern ich sehe das immer über seine Figuren, die er erfunden hat. Und seine Figuren sind ja erfüllt mit Wut, mit Verzweiflung, mit Enttäuschung, mit einer großen Verletzlichkeit. Und wenn dann diese Überspitzungen kommen, so muss man sie unter diesen Gefühlen sehen. Und ich glaube, darum sind seine Stücke eigentlich immer ambivalent. Sie sind äußerlich komisch, in Wirklichkeit tun sie weh. Und zwar, man hat, einem geht die Figur nahe. Nicht, wenn du zum Beispiel jetzt gerade, weil du sagst Heldenplatz, den Schuster erwähnst, dann darf man ja nicht vergessen, was dieser Mann hinter sich gebracht hat. Und wenn ein solcher Mann plötzlich die Vergangenheit so beschwört und so unerbittlich beschwört, dann ist das nicht provozierend. Was er hinter sich gebracht hat, ist Emigration. Sein Bruder hat sich gerade umgebracht, weil er hier nicht existieren konnte. Das Zitat war, die Österreicher hassen die Juden. Ist das ein, wir haben vom Übertreibungskünstler gesprochen. Auf der anderen Seite war er ja demokratisch in seinen Aversionen. Er hat ja die belgischen Ärzte, die Grazer, die Katholiken, die Nazis, die Sozialdemokraten, Augsburger. Die Augsburger, ja. Also nicht die Würste, sondern die Bewohner der Stadt, yeah. Augsburg. Morgen Augsburg. Jawohl, hat er ja gleichermaßen verabscheut. Hat das nicht dieses starke politische Anliegen irgendwo neutralisiert? Nein, ich glaube, Bernhard als einen Mann nur zu sehen, der Stücke geschrieben hat, um damit anzuecken, der tut ihm Unrecht. Ich glaube auch, dieses Ganze, was um den Heldenplatz hier in Wien passiert ist, ist ein großes Missverständnis. Und zwar ein Missverständnis nicht, das durch ihn ausgelöst ist, sondern sagen wir doch mal ehrlich, durch die Medien und dann durch populistische Politiker, ja, die diese Stunde genützt haben, um sich auf die Brust zu schlagen und zu sagen, was sie also für Patrioten sind. Aber im Grunde genommen hat es nichts mit Bernhard selbst zu tun. Und man sollte immer vergessen, wenn man mal alle seine Bücher gelesen hat, Mein Kind zum Beispiel, weil ich das gerade auch für ein Hörbuch gelesen habe, da steckt so viel Grauenhaftigkeit in seinem Leben, also an Verletzungen, an Schrecklichkeiten, ja, wie seine Mutter mit ihm umgeht, wie er als Bettnässer seine Mutter in die Laken nimmt, in die er in der Nacht uriniert hat und die zum Fenster raushängt wie eine gelbe Fahne, damit alle Leute sehen, dass er der Bettnässer ist. Also, oder ihn mit diesem urinierten Tuch dann schlägt. Das sind natürlich alles Geschichten, die eingeflossen sind auch in seine Figuren. Und es gibt ein sehr schönes Gespräch mit der Fleischmann in seinem Film über Mallorca,
glaube ich, oder Portugal, ich weiß nicht mehr genau. Da spricht er darüber, dass er immer sein Leben lang einen Todesvogel auf seiner Schulter hatte. Und ich glaube, ein Mensch, der einen Todesvogel auf der Schulter hat, der sieht die Welt anders als wir, die wir nicht unter dieser permanenten Bedrohung leben, ne? also biologischen Bedrohung. Die Bedrohung war ein Lungenleiden, das ihn dann letztlich getötet hat. Ja, nicht? Ja. Und dann sieht man die Welt viel schärfer und hat auch mit der Wahrheit, das Wahrheitssagen fällt einem nicht so schwer wie uns, die immer auch an die Zukunft denken müssen, wenn wir versuchen, uns radikal zu äußern. Und er hat sich eigentlich immer am äußersten Limit befunden. Und ich finde, ich habe mir mal einen Satz hier aufgeschrieben, der eigentlich das Motto ist, wenn man so will, für alle Figuren in seinen Stücken. Das ist ein Zitat, was der Ludwig in Ritter Dene Voss sagt. Und zwar heißt das, immer an der Grenze der Verrücktheit, niemals diese Grenze überschreiten, aber immer an der Grenze der Verrücktheit überschreiten wir diesen Grenzbereich, sind wir tot. Und das ist davon, von dieser Verrücktheit oder Besessenheit, oder ich habe auch manchmal gedacht, dass seine Figuren Äquilibristen der Worte sind. Es sind Artisten, ja, Geistesartisten, die aber gleichzeitig in ihrer Artistik sich gefährden, wie auf einem Seil. Sie können immer abstürzen. Was ist das für ein Stück, das du gerade studierst, das im Februar Premiere hat, einfach kompliziert? Ich habe es in Berlin mit Minetti gesehen. Ja, also das ist ein ganz wunderbares Stück. Ich habe die Aufführung auch gesehen von Minetti. Das hat ja ein Assistent von Peymann mit Minetti inszeniert. Und sicherlich, ich halte den Minetti sowieso für den größten Bernhard-Spieler, den es unter der Sonne gegeben hat. Und du bist auch nicht schlecht. Naja, aber irgendwie die Manieriertheit von Minetti und die Aberwitzigkeit der Sprache von Bernhard, da haben sich zwei gefunden. Und nun ist einfach kompliziert, um es mal mit einem Satz auszudrücken, ein Schauspieler spielt einen Schauspieler, der einen Schauspieler spielt. Ja, einfach kompliziert. Und das ist auch wieder ein Stück, wenn man so will, jemand redet unentwegt mit sich selbst und ist in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart und erfüllt mit einer ungeheuren Fantasie. Und das sind eigentlich die Dinge, die den Menschen eigentlich auf das Wesentliche bringen. Dieses mit sich selbst reden drückt natürlich eine ungeheuerliche Einsamkeit aus. Ich behaupte auch, dass der Bernhard ein ungemein einsamer Mensch gewesen sein muss. Mhm. Auch wenn er mit vielen Leuten in der Gesellschaft zusammen war. Aber die Angst oder die Nähe des Todes, die konnte er mit niemandem teilen. In unserem Zuspielporträt, wo wir gehört haben, was du alles mit Thomas Bernhard zu tun hattest, fehlt eine ganz entscheidende Rolle. Nämlich in Immanuel Kant. Könntest du uns das ein bisschen erzählen, was du da gespielt hast? In Immanuel Kant habe ich den Papagei Friedrich, heißt der, gespielt. Ist schon länger her, nicht? Ja, das war eine Inszenierung, die Peymann in Stuttgart gemacht hat. Gerd. Das war meine erste Begegnung mit Thomas Bernhard, mit den Stücken meine ich. Ich habe vergessen, dir etwas zu trinken anzubieten. Trinkst du Rotwein oder Rivella? Lieber Rotwein. Du hast richtig gewählt. Ich kenne Rivella. So. Würdest du uns allenfalls noch eine Probe, ein Stück von Thomas Bernhard sprechen, nachdem du die papageienmäßige raue Kehle... Naja, gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so zusammenbekomme. Es gibt ja in dem Stück Elisabeth II, wo ich den Herrenstein gespielt habe, also einen Großindustriellen mit einem Kunstbein, der in einer hochherrschaftlichen
Wohnung lebt und mit dem Blick auf die Oper und in seiner sitzt in meinem Rollstuhl und hat einen Diener, den Richard heißt der, der immer bei ihm sein soll. Diese Rolle übrigens hätte ich eigentlich spielen sollen, wenn Minetti den Herrnstein gespielt hätte. Und zwar hat Bernhard das nach Richard dem Dritten benannt, weil er das wohl gesehen hatte. Das kam aber nicht zustande, weil Minetti aus mir nicht erkenntlichen Gründen die Rolle nicht spielen wollte. Und diese Rolle ist so, also wie gesagt, dass der da in seinem Rollstuhl sitzt und sagt plötzlich zum Richard, was ist denn in der Oper heute? Da sagt der Richard, Andrea Chenier. Von Giordano. Sagt der Herrnstein, dieser ekelhafte Giordano. In die Oper gehe ich nicht mehr so bald. Dann noch eher ins Brucktheater, diese permanente Schauerbühne. Ein neuer Direktor, sagen die Leute. Aber das ist doch auch ein Scharlatan. Die Deutschen kommen immer als frischer Wind herein und bald ist es wieder die gähnende Leere, die einen anödet. Wie viele Direktoren ich schon auf dem Burgtheater erlebt habe. Und im Grunde hat sich nichts geändert. Diese perverse Stücke-Vernichtungsmaschine. Die neuen Gesichter sind in kurzer Zeit wieder die alten und der neue Geist ist der vorgestrige. Dieses Haus ist immer verstaubt gewesen. Das ist ja der große Reiz am Burgtheater, dass es immer verstaubt gewesen ist und immer verstaubt sein wird. Jede Entrümpelung des Burgtheaters bedeutet nur eine neue Stauborgie. Schauspieler sind mir widerwärtig. Da höre ich noch lieber die stumpfsinnigen Sänger in einer Mozartoper. Wann wird denn Cosi fan tutte wieder gespielt? Sagt die Fräulein Zallinger, soll ich nachschauen? Ja, schauen Sie nach. Fräulein Zallinger, das Einzige, das mir in der Oper immer gefallen hat, war wirklich Cosi fan tutte. Das ist mir auch egal, wer dirigiert. Das ist ja eine Musik, die nicht umzubringen ist. Alles andere ist ja doch immer haarsträubend. Der Vorteil ist, dass es nur ein paar Schritte von hier in die Oper ist. Es wäre mir auch zu viel, wegen einer Opernaufführung auch noch einen langen Weg zu haben. Das stünde doch nicht dafür. Richard schiebt mich einfach hinüber, mehr oder weniger über die Straße zu Mozart und Wagner. Aber ich kann nicht jede Woche in Cosi fan tutte gehen. Fräulein Zallinger ist inzwischen wiedergekommen mit der Zeitung, die Presse. Er sagt, wann ist Cosi fan tutte? Fräulein Zallinger sagt, heute ist Maskenball. Schauerlich. Verdi mag ich nicht. Diese Tränendrüsen, Italianità geht nur ins Ohr, um die Gehörgänge zu verschmutzen. Ich gehe nur in Mozart-Opern. Die langweilen mich auch, aber auf höchstem Niveau. So, das lassen wir. Lieber Gerd, du hast uns das Welttheater nach Inzersdorf gebracht. Draußen heulen die Stürme wie bei Lear auf der Heide. Jetzt wird's richtig spannend. Ich bemühe mich die ganze Zeit ernst zu sein. Seit ich da bin, seit 14 Tagen bemühe ich mich wirklich ernst zu sein. Bin ja auch ernst, bin ja totaler Ernst eigentlich. Die Totalität des Ernstes. Nicht, aber sie schauen mich dann so an und dann ist irgendwie ist mein Ernst, rutscht in den Unernst. Ich leide ja drunter, nicht? Denn ich bin ja nur glücklich, wenn ich ernst bin. Aber dieses Glück, eigentlich mein höchstes, nicht? Das nehmen sie mir, nicht? Nur mit ihrem Palmerblick. Nicht? Ich liebe den Ernst. Nicht den Ernst Meister, aber den Ernst als Meister, nicht? Den Meister aus Österreich, nicht den Meister aus Deutschland. Das ist wieder der Tod, nicht? Das ist immer der Schatten des Todes, nicht? Der begleitet mich natürlich immer und den liebe ich dadurch, weil er mir den Ernst garantiert, nicht? Der Tod ist für mich sowieso eine Schleppe, nicht? Die trage ich, wenn ich gehe, hinter mir her. Das heißt, ich trage sie nicht, sie hängt ja an mir und ich ziehe sie hinten nach. Leider ist es wieder nicht ernst. Sie nehmen mir meinen Ernst. Ich denke überhaupt nicht an den Tod, aber der Tod denkt ständig an mich.
wann soll ich den heimholen? Nicht? Das ist ja eine ganze von einer anderen Perspektive. Ne? Aber ich gehe so ungern heim, nicht? Heimgehen heißt sterben, nicht? Und also tot sein, nicht? Zu Hause sein, tot sein, sagt der Pascal schon, nicht? Wenn du zu Hause bist, dann bist du tot. Ewige Ruhe, ewiges Zuhause ist der Tod. Nicht? Darum fahre ich so ungern heim, weil ich das Gefühl habe, wenn ich heimkomme, jetzt steht er schon da mit seiner schwarzen Hand, nicht? Nicht? Und ich gehe bei der Tür hinein. Ich sehe ja immer, wenn ich bei mir bei der Tür hineingehe, diese Kurt Jürgens Hand, nicht? Also, das ist ein Schauspieler, Sie kennen ihn. Der Tod in Salzburg mit diesen Knochenfingern und ich gehe hinein und dann, wack, nicht? Ich spüre das ständig, diesen Druck hier. Darum habe ich auch, wenn Sie genau schauen, eine hier gesenkte Schulter durch diesen Todesdruck. Das kann mir niemand wegnehmen, also auch nicht wegoperieren im Grunde. Das ist meine Angst. Nicht? Die sitzt auf der rechten Schulter. Wie ein Todesvogel. Nicht? Das hat sich da festgesetzt. Das Ganze könnte man natürlich auch sehr ernst sagen, nicht? Was ich ja wollte. Nicht? Wenn man sagt, statt Todesvogel, wenn man sagt, das ist einfach nur der Tod. Nicht? Karge Begriffe, die man mit einem Wort hinstellen kann, nicht so wie eine Schale Kaffee, obwohl das schon wieder nicht ernst ist. Weil wenn man den Tod mit einer Schale Kaffee vergleicht, ist es ja wieder nicht ganz ernst, nicht? Obwohl man natürlich alles mit allem vergleichen kann. Nicht?